Hallo, meine Damen und Herren, heute geht es um ein wichtiges Thema wieder, nämlich Polygamie, mehr Ehe im Islam. Wenn du ein männlicher Muslim bist, musst du in deinem Leben mindestens einmal mit dieser Frage konfrontiert sein. Deshalb finde ich die Antwort dieser Frage äußerst wichtig. Diesbezüglich habe ich einen Vorfall erleben müssen vor 2 Jahren und den möchte ich in diesem kurzen Video schildern. Vor 2 Jahren war ich in Potsdam und wir waren in einer kleinen Moschee, wo ich das Nachtgebet für die Gemeinschaft der Gläubigen leiten durfte. Anscheinend waren sie von meiner Rezitation berührt und anschließend des Gebetes haben sie mich ausgefragt, wer ich bin, was ich mache. Sogar haben sie auch persönliche Fragen gestellt, ob ich verheiratet bin, ob ich ledig bin und so weiter und so fort. Dann habe ich ihnen gesagt, ich bin nicht verheiratet. Dann wollte ich mich von ihnen verabschieden und bei dem Abschied, wo ich an der Tür gestanden war, hat einer unter denen mich aufgerufen. Gott möge dir 4 Frauen und 10 Kinder bescheren. Daraufhin war ich ziemlich schockiert. Dann habe ich ihm gesagt, hallo, ist das dein Ernst? Er sagte mir, ja, das ist mein Ernst. Ist das dein Wille? Er sagte, ja. Dann habe ich ihn gefragt, ist das Wille Gottes? Er sagte, ja, das ist auch Wille Gottes. Und dann, kannst du mir ein Argument aus dem Koran herbringen? Er sagte, ja, dann her damit, habe ich ihn gefragt. Er sagte, also Sura 3, Vers 3, Sura Nisa, besagt, فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Heiratet die Frauen, die euch gut anstehen, 2er, 3er und 4er. Ich habe gesagt, ja, so ein Vers gibt es, das bestreite ich nicht. Aber ist das der universelle Wille Gottes? Er sagte, ja, wenn dies nicht der Fall gewesen wäre, wäre es nicht im Koran gestanden. Daraufhin habe ich die folgende Frage gestellt. Gut, wenn dies der universelle Wille Gottes ist, dann warum hat Gott Adam nur eine Eva gewährt, statt 4 Ehen was zu gewähren? Das war eine unerwartete Frage für ihn und er konnte nicht darauf Antwort geben. Er hat eine Weile darüber nachgedacht und gesagt, وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ. Am Anfang, am Anbeginn der Schöpfung war dies der Fall gewesen. Ich habe gesagt, hey, ist das dein Ernst? Am Anfang, am Anbeginn der Schöpfung, wäre es erst recht notwendiger gewesen, dass Gott mehr Frauen erschafft als nur eine Frau. Denn die ganze Menschengattung stand in Gefahr, wenn diese eine Frau unfruchtbar gewesen wäre. Deswegen ist es erst recht notwendiger gewesen am Anfang der Schöpfung. Das ist eine unüberlegte Antwort, habe ich ihm gesagt. Weiterhin habe ich folgende Frage gestellt. Lass uns in die Gegenwart kommen und sagen, wie viele Prozent Männer und Frauen gibt es auf Erden? Er sagte, ich weiß nicht. Ich sagte ihm, laut meinen Recherchen gibt es 51% Frauen und 49% Männer. Das ist ungefähr 50-50. Und wer reguliert dann die Geburtsrate, vor allem auch die Geschlechter der Neugeborenen? Wer reguliert das? Er sagte, der Allmächtige, der allweise Schöpfer. Daraufhin habe ich ihm die Antwort gegeben. Gut. Also der allweise Schöpfer hat in der Gegenwart beschlossen, dass keine 4 Frauen für einen Mann zur Verfügung steht. Am Anfang der Schöpfung war dies auch der Fall gewesen. Das heißt, von Anfang der Schöpfung bis heute in die Gegenwart hat Gott seine Meinung, seinen Willen nicht geändert. Dann war er stumm. Er konnte keine Antwort darauf geben. Nur fragte er mich, ob ich ein Philosoph bin. Ich habe gesagt, ja, aber ein reflektierter Muslim zugleich. Dann habe ich mich von ihnen verabschiedet. Aber ohne auszulassen, über die Weisheit dieses Sonderfalles zu erzählen. Dies kommt aber im anschließenden Video vor. Bis zum nächsten Mal.